Diese Review wird unterstützt durch Amazing Collectibles, euren Online-Shop für 1:6 Figuren und mehr. Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, hallo und herzlich willkommen, ihr Fans des Wandkrabblers aus der Nachbarschaft. Heute gibt es wieder eine Hot Toy Spider-Man-Figur für euch, und zwar eine richtig coole. Wir haben heute Scarlet Spider für euch am Start. Ben Reilly, der Klon von Peter Parker, der damals in den 90er Jahren, 94 bis 96, in der Klonsaga richtig brilliert hat. Ich finde ihn persönlich auch sehr, sehr genial. Und das Ganze ist eine Hot Toys-exklusive Figur, die ihr, ja, denke ich mal, relativ knapp kriegen könntet, aber wir wollen sie uns heute einfach mal angucken, denn das ist für mich auch eine dieser Figuren, die ich persönlich gerne in meiner Sammlung hätte. Er ist einfach super cool und das zeigt der gute Ben natürlich hier auch schon vorne auf der Verpackung. Da ist der Scarlet Spider am Start. Ihr seht, das geht bei der Verpackung wieder einmal komplett ringsrum. Sieht sehr, sehr gut aus. Bekannt ist er übrigens dafür, dass der Anzug fast nur komplett in Rot ist, bis auf die blaue Weste, die er trägt, wo dann hinten noch ein Spinnenlogo aufgesprüht wurde. Gefällt mir sehr gut. Die Figur hat wirklich eine Menge coole Sachen mit dabei. Oben seht ihr schon, ne, da ist das Hot Toys Exklusivsymbol. Auf der Rückseite nur die Credits am Start, nichts Besonderes für euch. Aber viel schöner ist es, dass ihr die Verpackung noch einmal aufmachen könnt. Die ist wieder an den Seiten mit Magneten halt befestigt oder verschlossen halt. Und wenn wir das Ganze hier aufklappen, dann seht ihr schon, da ist natürlich das Window mit der Scarlet Spider drin. Und ihr seht auch noch mal da auf der Seite so ein bisschen Cast und Crew, halt auch noch mal die Credits und den Hintergrund auch noch mal den Scarlet Spider am Start. Habt ihr Bock auf die Figur? Ich auf jeden Fall. Also lasst uns schnell rübergehen zum Review-Bereich. Ihr werdet echt euren Spaß damit haben. Das ist eine ganz coole Spider-Man-Figur. Na, und wenn das keine coole Spidey-Figur ist, liebe Leute, dann weiß ich auch nicht. Ich finde den Scarlet Spider sehr geil. Auf jeden Fall macht er mir sehr viel Spaß. Und diejenigen unter euch, die ihn sich in die Sammlung geholt haben, werden, denke ich mal, genauso viel Freude an diesem Anzug haben, wie, denke ich mal, ja, bei den anderen Spider-Man-Figuren auch. Obwohl ich hier sagen muss, dass die Spider-Man-Suits generell aus dem Videospiel, aus dem PS4-Exklusivtitel, generell sehr gut umgesetzt sind. Und da gehört er natürlich auch dazu, denn das ist ein Kostüm, was ihr halt auch im PS4-Spiel halt freischalten konntet. Und mit, ja, Ben Reilly konntet ihr dann durch die Gegend hüpfen. Und ja, was soll ich anders sagen, als wenn ihr Spider-Man-Fan seid und natürlich auch so ein bisschen zu tun habt mit der Lore und ihr wisst ungefähr, was es mit den Klonkriegen bei Spider-Man auf sich hat, dann denke ich mal schon, dass hier dieser Spider-Man auf jeden Fall für euch einen Blick wert sein dürfte. Denn ihr seht auch schon, rein optisch macht er sehr viel her. Bewegungspunkte technisch gehe ich später natürlich auch noch drauf ein, kann er auch einiges. Und der Suit ist eine kleine Überraschung meiner Ansicht nach, denn hier haben wir jetzt Gott sei Dank einen reinen Spandex-Suit, den der gute Scarlet Spider trägt. Und dadurch ist die Beweglichkeit in keinster Weise eingeschränkt. Das heißt, er kann sich wirklich richtig schön cool bewegen. Ich habe es jetzt mal einigermaßen versucht, hier mit dieser kleinen Pose darzustellen. Aber ihr seht ja schon, er kann sich wirklich durch die Gegend schwingen wie ein Spidey. Und das, finde ich, soll ja gerade an einer Spider-Man-Figur der Fall sein. Die Figur selbst hat natürlich auch einige coole Sachen mit dabei, die einen auch wirklich überraschen und die auch gerade Display-Freunden unter euch sehr viel Spaß machen wird. Da gehe ich auch, wie gesagt, gleich komplett einmal drauf ein. Ihr seht schon, Spidey oder Scarlet Spider sitzt jetzt hier auf einem dynamischen Stand. Der ist mit dabei, natürlich wieder die typische dynamische Stange. Unten die Platte selbst, das ist wieder so der typische momentane Standard-Hexagon-Stand mit einem schönen Scarlet Spider-Logo drauf. Marvel Spider-Man und dann hier unten drauf gedruckt Scarlet Spider-Suit. Nichts Besonderes, außer dass wir hier wieder, wir haben wieder ein Papp-Background dabei, also ein Papp-Backdrop am Start, der allerdings, denke ich mal, auch zusammen mit der Figur relativ gut aussehen dürfte in eurem Display. Denn der zeigt natürlich eine schöne kleine Szenerie aus New York City, wo dann halt Scarlet Spider durch die Gegend hüpft. Finde ich persönlich sogar gar nicht so schlecht, hat sogar einen kleinen Tiefeneffekt. Ich nehme jetzt mal den Spidey kurz beiseite, da könnt ihr das genauer sehen. Da seht ihr halt New York City, im Hintergrund ist alles so ein bisschen verschwommen. Im Vordergrund könnt ihr allerdings dann halt, denke ich mal, einen kleinen Blick auf, weiß ich nicht, den Balkon von Peter Parkers Wohnung werfen. Auf jeden Fall sieht das gar nicht so schlecht aus. Aber ihr kennt mich ja, ich bin nicht der größte Fan dieser ganzen Papp-Hintergründe. Aber für diese Figur hier macht das, denke ich mal, sogar einen schönen kleinen Effekt. Scarlet Spider selbst allerdings, da gehen wir jetzt genauer drauf ein, hat so viele coole Details abgekriegt und hat so viel Fanservice, dass, denke ich mal, jedem Die-Hard Spider-Man-Fan hier echt das Herz aufgeht. Ihr seht schon, sein roter Anzug ist natürlich nicht komplett rot. Er hat auch viel Struktur abgekriegt, wobei das in den Comics ja dann wirklich eher ein roter Komplettanzug war. Hier haben wir verschiedene kleine Wabenmuster drauf, die wirklich sehr schön gemacht sind. Und selbst die Struktur an seinem Kopf hier, die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und
Er ist kleiner Kaffee-Junkie. Das ist eins der kleinen Zubehörteile übrigens, was mit dabei ist. Eine Menge Kleinigkeiten, wo ihr wirklich lustige Sachen mitmachen könnt. Also dieser kleine Kaffeepot hier. Was steht da drauf? Kaffee-Bean oder Kaffee-Bean auf jeden Fall. Ne? Since 1962. Und hier steht noch Enjoy your cup of coffee. Ja, solche Kleinigkeiten sind halt mit dabei. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, euren Spidey damit zu displayen. Und ihr seht ja schon, typisch für den Scarlet Spider hat der gute Ben jetzt hier halt noch seine Hoodie am Start, die natürlich komplett ärmelfrei ist. Na, vorne drauf ist raufgesprayt das Spider-Man-Logo, was ich sehr cool finde. Und es sieht auch wirklich so aus, als wäre es raufgesprayt worden. Also da ist schon mal wirklich ein schöner Hang zum Detail zu erkennen. Ihr könnt natürlich hier auch noch so ein bisschen die Stripes erkennen, womit man dann theoretisch seine Hoodie halt zuziehen könnte. Und ja, es ist natürlich auch möglich, Spidey diese Hoodie halt sogar komplett überzuziehen. Schaut mal, sogar das sieht cool aus. Ja, das ist der Scarlet Spider. Es gibt eben halt nicht nur Peter Parker, auch Ben Reilly war wirklich ein sehr, sehr cooler Spider-Man. Schade, dass er die Klonsaga so gesehen nicht überlebt hat. Schuld ist hier natürlich mal wieder der grüne Kobold. Ja, und ansonsten, ihr seht das ja vielleicht auch am Kopf selbst, die Augen, die Linsen, die gefallen mir wirklich sehr gut. Denn wenn wir jetzt mal ganz nah rangehen, könnt ihr natürlich da innen drin komplett die Struktur erkennen. Und sie sind mit Klarplastik überzogen, so damit das hier so einen schönen kleinen Tiefeneffekt noch hat. Und das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Hier gibt es natürlich keinerlei austauschbare Augen oder sowas. Muss ihr aber auch persönlich nicht haben, finde ich. So ist das völlig okay. Daher denke ich mal schon, damit werdet ihr zufrieden sein. Das gefällt mir. Und ihr könnt auch noch die schöne Struktur hier generell am Kopf erkennen. Das haben die schon wirklich ganz toll umgesetzt. Mir gefällt das sehr gut. Hände hoch und ja, auch auf der Rückseite ist das Spinne-Logo aufgesprayt. Auch das sieht wirklich sehr cool aus. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich so ein richtiger Druck ist oder ob das, ich habe keine Ahnung, aber es fühlt sich an, als würde es komplett hier auf dem Stoffanteil drauf sein. Die Weste oder die Hoodie selbst, wie gesagt, das ist auch so ein etwas dickeres, ja, flexibleres Stoffteil, was wirklich sehr schön gemacht ist. Auch hier teilweise aus Spandex halt, ne? Wirklich sehr gut gemacht. Nur hier an dem Bereich ist das Ganze ein bisschen verstärkt. Und ist somit völlig okay. Gucken wir mal auf den Spider-Man Booty Check. Auch da könnt ihr natürlich generell die Details im Anzug erkennen, diese ganze Struktur, die sich hier komplett ringsrum halt an Spider-Man seinen Suit halt hier befindet. Sieht sehr cool aus. Teilweise ist ein bisschen Kunststoffdruck mit drauf, ne, was ich gar nicht schlimm finde, weil das gefällt mir soweit. Und auch hier seht ihr natürlich, dass das Suit hier und da so ein bisschen so gemacht wurde, als wäre er aus verschiedenen Teilen halt zusammengenäht worden. Schönes kleines Highlight, was für eine normale Spider-Man-Version natürlich sehr untypisch ist, ist hier der Gürtel, der eher schon so ein bisschen an eine Art Deadpool erinnert. Aber der Gürtel hat auch viel zu zeigen, ist auch aus einer Stoff-Kunststoff-Mischung gemacht. Und ihr seht hier diese ganzen kleinen Trichterchen. Das sind die Ersatznetzkartuschen, die Scarlet Spider halt in seinen Webshooter reinpacken kann. Na, die sind natürlich hier dran fest. Die kleinen Taschen hier finde ich noch sehr schön gemacht. Das geht auch einmal ringsrum und da könnt ihr auch die kleinen Ersatzkartuschen noch erkennen, die hier überall bei sind. Also Probleme dürfte hier der gute Ben überhaupt nicht haben, wenn ihm mal die Netze ausgehen. Denn das Ganze könnt ihr sogar noch hier an seinen Händen, an den Netzshootern, an den Webshootern sehen. Denn auch da sieht es komplett wild aus, aber die ganzen Kartuschen hat er natürlich auch hier ums Handgelenk drum. Und wenn wir jetzt mal ganz genau hingucken, ich drehe das jetzt mal, hier ist natürlich dann die Funktion der Netzdüse, wo wir dann auch später wieder natürlich ein paar Netze noch reinstecken können. Das Ganze sieht auch sehr cool aus, muss ich sagen. Sehr mechanisch, ne? Nicht so versteckt, wie es bei Spider-Man selbst ist. Bei ihm ist das Ganze eher ein bisschen offen zu sehen, aber ich finde, das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Coole Details auf jeden Fall, die an dieser Figur sehr gut hervorstechen. Was besonders lustig ist, ist, wenn wir jetzt so einen Bereich der Füße gehen. Auch da hat der gute Scarlet Spider sogar noch zwei kleine Taschen versteckt. Ne, links und rechts jeweils auch befestigt. Das ist auch sehr lustig und sehr untypisch. Aber so war es halt. Und auch die Schuhe selbst sind dann halt wieder diese Halbschalen, die wir schon bei anderen Spider-Man-Figuren von Hot Toys jetzt gesehen haben. Die aber auch eine schöne Flexibilität haben, damit wir halt später noch ein paar coole Posen raushauen können. Und auch darunter ist natürlich ein bisschen Profil zu sehen. Ne, also alles im Allen ist das Design hier von diesem Spider-Man wirklich mehr als gelungen. Mir gefällt das sehr gut. Und natürlich kann hier auch das weitere Zubehör komplett überzeugen. Natürlich ist Ben Reilly ein Klon von Peter Parker. Und was war Peter Parker? Natürlich ein Reporter des Daily Bugle. Und ja, so dementsprechend hat der gute Ben hier auch die Kamera natürlich mit dabei, die ihr den guten Spidey hier um den Hals hängen könnt. Und ich finde die wirklich sehr, sehr cool. So eine schöne klassische Spiegelreflexkamera. Schöner Hang zum Detail, vor allem hier, ist, wenn ich dir das jetzt mal abnehmen darf, guter Ben, ist hier natürlich noch am Bändchen, dass hier tatsächlich kleine Spider-Man-Symbole drauf sind. Schaut mal.
Das sieht wirklich sehr, sehr cool aus und ich musste wirklich sehr grinsen, als ich das gesehen habe. Das ist wirklich ein ganz toller Hang zum Detail hier. Und auch hier beim Hang zum Detail bei der Kamera dürften wir hier nicht meckern, denn das sieht wirklich sehr schön aus. Vorne ist sogar die Linse so ein bisschen, ja, so gemacht, als würde sie wirklich aus Glas sein. Das sieht sehr schön aus. Ihr könnt verschiedene kleine Schriften drauf erkennen, zum Beispiel hier das RR. Na, das kann ich noch gerade so lesen. Was jetzt natürlich hier vorne in dieser Schreibschrift drauf zu sehen ist, kann ich euch nicht sagen. So sieht das Ganze dann halt von der Rückseite aus. Da kann man dann halt durchgucken. Ne? Hier innen drin müsste eigentlich noch eine Klappe sein, wo man den Film auslösen kann. Und obendrauf dann natürlich die ganzen Mechaniken hier zum Beispiel zum Nachziehen des Films. Ne? Der Auslösknopf ist dabei und sogar eine Möglichkeit. Es sieht zumindest so aus, als könnte er hier noch so ein kleines Blitzlicht halt oben raufpacken. Hier nochmal kurz für euch die kleinen Spider-Man-Symbole. Wo sind sie? Da sind die kleinen Spider-Man-Symbole. Schaut mal, wie fein das gemacht ist. Tolle Details auf einem blauen Band. Ich finde das wirklich richtig toll. Genauso toll ist natürlich dieses kleine Stückchen, was der gute Scarlet Spider jetzt gerade in seiner Hand hält. Denn das ist sein Handy. Ja, sein Selfie. Ist hier am Start. Das passt natürlich jetzt nicht ganz zum guten Ben Reilly. Das ist natürlich ein Smartphone aus dem PS4-Spiel und das finde ich persönlich auch sehr lustig, denn darauf ist ein Bild. Ich garantiere euch, jeder von euch, der das Spiel einmal gespielt hat, wird so einen kleinen Selfie im Spiel selbst geschossen haben. Hand aufs Herz, wer von euch ist das Empire State Building im Spiel hochgekrabbelt und hat von oben von der Spitze aus genau so einen Selfie auf Manhattan gemacht? Ich auf jeden Fall. Das ist so gesehen ein Spiel, eine Spielszene, die hier dann halt so gesehen auf seinem Handy drauf ist. Das finde ich sehr interessant. Natürlich noch verschiedene Kleinigkeiten. Ich kann euch aber nicht genau sagen, was man da alles drauf erkennt, denn ich habe das für euch jetzt sehr nah rangezoomt, aber es ist auf jeden Fall auch sehr interessant, dass hier so ein Hang zum Detail dabei ist. Es ist ein normales schwarzes Smartphone mit keinerlei großartigen Highlights, außer halt ja dieser kleine Sticker-Sheet, der hier drauf ist. Ich finde den toll. Ich finde den wirklich mehr als gelungen und gerade dieser kleine Spidey hier, der das Peace-Zeichen über Manhattan macht. Sehr cool auf jeden Fall, sehr cool. Und selbst ein alter, kleiner Bekannter von uns hat sich hier in Spidey seine Verpackung gemogelt. Der Donut ist wieder da. Er hat sein Revival gekriegt. Woher kennt ihr den Donut? Guckt euch mal die Iron Man Mark IV Review an, denn da ist der Donut auf jeden Fall mit dabei. Und ich garantiere euch, das ist immer noch der gleiche Donut, der gleiche Mold hier. Und das finde ich eigentlich ganz lustig, ne? Mit diesem schönen, leckeren Schokoladenüberzug hier. Na, also, ja, Ben hat es sich auf jeden Fall gut gehen lassen mit seinem Donut. Aber was ich persönlich natürlich ein großes, großes Highlight finde hier an dieser Figur, ist, dass tatsächlich hier eine vollwertige New York City Pizza mit dabei ist, samt Karton und allem drum und dran. Und der gute Ben lässt es sich hier natürlich schon ganz gut gehen, denn er hat schon ein Stückchen Pizza in der Hand. Ich liebe das, gerade als großer Turtles-Fan. Und dann auch noch in New York City gibt es hier eine Pizza für Spidey. Alter, das ist das Coolste überhaupt an dieser Figur. Ich habe echt gelacht und die sieht wirklich sehr, sehr schmackhaft aus. Schaut euch allein mal den Karton an. Authentic New York City Pizza. Und ganz lustig, unten drunter gibt es sogar die Fettflecken der Pizza, weil sie gerade sehr frisch und heiß aus dem Ofen gekommen ist. Und hier steht sogar drin, was ihr dann noch vielleicht für Ingredients mit drauf haben könntet. Aber so wie es aussieht, wollte Ben nicht großartig was dabei haben. Außer Pepperoni scheint hier irgendwie groß angemarkt zu sein. Sehr, sehr lustig. Das Ganze ist natürlich wirklich auch aus Pappe gemacht. Ja, ihr könnt das dann halt öffnen und da ist dann halt die schöne mit Salami belegte Pizza drin. Und das eine Stück, das habe ich euch ja gezeigt, das hat dann der gute Ben halt in der Hand gehabt. Finde ich super cool. Ganz ehrlich, sehr, sehr cool. Na, schaut euch das an. Eine schöne, leckere Pizza. Und unten drunter ist sie sogar ein bisschen verbrannt. Also wirklich ganz, ganz toll. Das gefällt mir. Das ist so mein kleines Highlight hier in der Figur. Eine New York City Pizza, womit ihr wirklich coole Displaymöglichkeiten habt. Zusammen mit dem Donut und auch dem Kaffeebecher. Besser geht's eigentlich gar nicht. Also ich denke mal schon, dass der ein oder andere von euch da wirklich richtig schön mit rumgammeln kann. Tja, und ansonsten gibt es natürlich auch hier wieder eine schöne Variation an Spinnennetzen, die ihr an die Figur anbringen könnt. Die habt ihr ja nun schon gesehen. Die persönlich ist relativ neu. Die gab es bei den anderen Figuren, die ich euch gezeigt habe, noch nicht. Kommt so ein bisschen auf den Comiczeichner drauf an, den ihr vielleicht von Spider-Man kennt. Zum Beispiel Todd McFarlane hat das gern gemacht, dass die Netze eher so ein bisschen verwoben sind, dass er mehrere kleine Netzteile halt in der Hand gehalten hat. Also wenn er durch die Gegend schwingt, das finde ich wirklich sehr schön. Dieses Stück ist mit einer austauschbaren Hand hier zu befestigen und ihr müsst das halt hier oben und jeweils unten reinstecken. Das hat so eine kleine Steckverbindung hier. Na, ihr seht das ja da. Finde ich gut, das ist wirklich ein schönes Netz und ja, auch da gibt es tolle Möglichkeiten, gerade auch anhand der Beweglichkeit von Scarlet Spider, hier wirklich schöne Sachen draus zu machen. Ansonsten haben
haben wir aber sonst auch wie immer die typischen Standardnetze mit dabei, die meiner Ansicht nach zu jeder Hot Toys Spider-Man Figur dazugehören. Unter anderem jetzt halt dieser Netzschuss, den ihr schon kennt, der vorne so ein bisschen halt dicker gemacht ist. Ne? Wie gesagt, das Ganze kommt hier in den Netzshooter rein. Da müsst ihr echt aufpassen, weil das ist wirklich sehr friemelig und mit äußerster Vorsicht zu genießen. Ihr seht das ja hier, in die Netzdüse wird das Ganze halt reingesteckt. Ansonsten ist jeweils noch für links und rechts die längere Netzvariante mit dabei. Warum zitter ich eigentlich so? Richtig schlimm. Und auf diese Netzvariante könnt ihr dann natürlich auch noch typisch hier diesen Netzeffekt, den ich euch schon mal gezeigt habe, bei zwei Figuren halt mit vorne raufstecken, damit das halt so aussieht, als würde er halt irgendwo halt gegenschießen. Das finde ich persönlich auch ganz gut. Genauso wie natürlich die normale Variante, die noch mit dabei ist. Und zwar hier. Das ist dann halt, wenn Spidey halt irgendwo das Netz festhält, das ist nochmal hier unten einmal abgeknickt. Das ist halt auch noch mit dabei. Also schöne kleine Spielereien bei dieser tollen Spider-Man-Figur. Jetzt kommen wir allerdings nochmal schnell zu dem Punkt, der wichtig ist. Denn wie kann sich Scarlet Spider in diesem coolen roten Anzug überhaupt bewegen? Und ich garantiere euch, da habe ich euch natürlich nicht zu viel versprochen, der kann sich wirklich sehr, sehr gut bewegen. Fangen wir mal an. Ihr seht es ja schon, wenn ich ihn generell jetzt so bewege. Der Kopf sitzt auf einem Kugelgelenk. Wir müssen dafür allerdings mal ein bisschen hier bei der Hoodie reingucken, denn er ist natürlich separiert. Ihr seht das ja hier. Ne? Darunter der Hals ist auch schon mit diesem Stoffüberzug. Das ist soweit alles völlig okay. Und wir können den Kopf halt 360 Grad perfekt bewegen. Er kann sehr weit nach unten gucken und auch sehr weit nach hinten gucken. Das ist meiner Ansicht nach eine super Beweglichkeit. Die Arme, ich dachte erst, dass sie separiert sind, sind sie aber nicht. Sie sind im Anzug halt drin eingenäht. Aber trotz alledem, dadurch, dass das ein Spandex-Suit ist, kriegen wir die Arme so weit auseinander. Wir haben ein Butterfly-Gelenk. Das heißt, wir können hier innen drin das Ganze nochmal nach vorne packen, damit Spidey halt in dieser Bewegung halt auch seine Netze abschießen kann, was wirklich sehr gut ist. Wir haben die Oberarmbeweglichkeit, die doppelten Ellbogen haben wir natürlich auch dabei und die Hot Toys Standardhände sind hier mit dabei, die ihr halt drehen und kippen könnt. Der Oberkörper ist natürlich auch freigängig, was ich sehr schön finde, denn hier unter seinem Hoodie, armlosen Shirt hier, befindet sich eigentlich ein Standard-Hot Toys-Körper. Ihr seht ja, er kann sich gut nach hinten und vorne bewegen, wirklich sehr gut einigermaßen. Wenn ihr das jetzt drückt, damit er auch so ein bisschen nach vorne springen kann, das ist alles mehr als machbar, das gefällt mir. Wir haben eine Hüftbeweglichkeit, die auch gut im Platz bleibt. Also auch da keinerlei Schwierigkeiten. Ich sehe übrigens auch hier keinerlei Probleme, dass der Anzug sich über Zeit irgendwie irgendwelche Falten einfängt oder sowas, weil der ist wirklich sehr flexibel. Der Split, passt auf, der Split geht, warte, Arme weg. Wirklich so weit, wirklich so weit und da habt ihr auch keine Schwierigkeiten, dass ihr jetzt hier unten irgendwie Stressmarks habt. Das geht wirklich sehr, sehr gut. Die Beine können wir fast perfekt in einem 45-Grad-Winkel nach vorne schießen lassen. Das geht. Wir haben die Oberschenkelbeweglichkeit, doppelte Kniegelenke mit dabei. Die Füße, was ich euch gesagt habe, die sitzen natürlich hier unter dem Anzug auch auf Kugelgelenken. Ne? Und dadurch haben wir halt den seitlichen Ankle Pivot am Start, Hoch- und Runterbeweglichkeit dabei und sehr steif hier, die C-Beweglichkeit ist auch dabei. Schaut mal. Na, das heißt, auch das ist alles funktional und ist super und gefällt mir wirklich sehr gut. Eine unglaublich tolle Beweglichkeit unseres Scarlet Spiders hier von Hot Toys. Ich denke mal, da würdet ihr zufrieden mit sein. Da könnt ihr einiges mitmachen und braucht euch keine Sorgen machen, dass was mit dem Anzug über Zeit, denke ich mal, passiert. Also ihr seht schon, der Hot Toys Scarlet Spider, der ist auf jeden Fall eine richtig, richtig gut gemachte Figur. Er ist eine Hot Toys Exklusivvariation, das heißt ein Convention Exclusive, ist ein bisschen schwer ranzukommen vielleicht und er wird auch sehr, sehr pricey sein. Aber ich kann euch sagen, er lohnt sich. Er lohnt sich definitiv und zählt für mich hier zu den besten Spider-Man-Figuren, die Hot Toys rausgebracht hat. Ich stelle ihn auf jeden Fall gleichwertig mit dem Advanced Suit Spider-Man. Und der Iron Spider aus Infinity War, der rückt immer weiter nach hinten in der Liste. Der hier ist cool, der macht Spaß und den kann ich euch ans Herz legen. Also solltet ihr da rankommen, auf jeden Fall eine Kaufempfehlung von mir. Hundertprozentig. Allein schon hier die Kamera. Die muss eigentlich dazu. Die Kamera hier von Ben, die muss eigentlich hier mit rum. Allein schon so würde ich ihn displayen, dass die Kamera mit dabei ist. Aber ich bin natürlich auch hier ein Riesenfan der Pizza. Eine Pizza bei einer Hot Toys Figur. Das gibt es nur zu Turtles Zeiten und das werden wir von Hot Toys natürlich nicht sehen. Also ich bin wirklich mehr als zufrieden. Wenn euch dieser Spider-Man gefällt, dann hoffe ich, dass ihr ihn irgendwo noch ergattern könnt. Und natürlich ist das hier wieder nicht meine Figur. Ne? Also den würde ich sogar gegen meinen Iron Spider persönlich eintauschen, weil ich finde den echt grandios. Tolle Figur, tolle Hommage, vor allem an die Comicvorlage.
Und wie gesagt, 100%ige Kaufempfehlung von mir. Das soll es an meiner Stelle gewesen sein. Liebe Leute, und ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir das gerne zeigen, indem ihr ein Däumchen nach oben drückt. Und wenn es noch möglich ist, weil es ändert sich ja momentan sehr viel auf YouTube, könnt ihr mir natürlich auch gerne noch einen kleinen Kommentar da lassen. Ich bin raus, Leute. Also, danke wie immer fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis denne dann. Und natürlich reingehauen. Die Pizza gehört jetzt mir. Sie ist zwar klein, aber sie gehört mir. Njam, njam, njam.